Das Recht als Bürger in einem Staat zu leben hat sich geändert. Als Napoleon hier war, der Code Napoleon dafür gesorgt hat, dass die Bürgerrechte aus der Französischen Revolution in dieses alte ständische Land hier eingebracht wurden und dass die Menschen unter neuen, mehr gleichen Bedingungen leben konnten. Nun nahm die Zahl der in Selm und Borg lebenden Juden deutlich zu. Bereits um 1820 gab es 8 jüdische Familien, die sich hier in Borg angesiedelt hatten. Und Anfang 1900, als das Zechenleben in seiner Blüte war im Ortsteil Selm, gab es auch einen Zuzug von Juden nach Selm.